Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Seven Days to Die, unserer kleinen Storyline. Ich habe das auch, weil ich gerade jetzt nochmal am Gucken bin, dass ich auch wirklich jetzt alles habe. Aber ich denke schon, hiervon könnte ich nochmal ein paar machen. Habe ich jetzt wieder aus irgendwelchen Gründen zu wenig von. Na, von 48, da kriege ich doch keine ordentlichen Bootframes raus. Kollege, was machst du? Na, gucken wir mal. Wie viel brauche ich denn? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, naja gut, das reicht. 6 reicht, die beiden, die lasse ich stehen, habe ich wieder ein zu wenig, das stört aber nicht. Und da ist nichts mehr drin. Und weil ich ein ganz schlaues Kerlchen bin und nochmal runtergetackelt bin, um auch hier diese ganzen Woodframes, den da noch aufzusammeln, darf ich natürlich jetzt hier wieder einsetzen. So schlau ist er mitunter. So schlau ist er. Okay. Und halt. Süden. Tja. Ach komm, jetzt gehen wir dann einfach mal querfeldein. Wir werden schon wieder auf eine Straße treffen. So ist ja nicht. Ja, den Hasen, den hatte ich ja leider nur gehört, aber nicht gesehen, wo er gestorben ist. Deswegen, ich wollte jetzt aber auch nicht da in der Nacht eine halbe Stunde nachgucken. Zumal, ihr habt ja gesehen, ich habe da echt mal Glück gehabt. Das hätte auch böse, böse enden können. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo wir weitergehen. Wir haben jetzt Tag 9. Das heißt, jetzt ist die große, tatsächlich die große Frage. Vielleicht habt ihr das mittlerweile auch schon beantwortet. Was machen wir jetzt? Lassen wir uns jetzt irgendwo nieder... oder gehen wir weiter oder was machen wir? Die 7 Tage haben wir überstanden, sogar die Fellhorde sehr, sehr erfolgreich, ohne auch nur irgendetwas zu tun. Das war natürlich eine sehr schöne Geschichte. Ich hätte jetzt tatsächlich hier noch so 1-2 Tage ausgeharrt, um erstmal anzupflanzen. Ich denke, wir sollten das dann tatsächlich bei nächster Gelegenheit auch tatsächlich mal tun, dass wir mal so richtig Zeugs erstmal haben. Ja, und vor allen Dingen auch Sachen, Sachen haben, mit denen wir was machen können. Nur um anpflanzen zu können, ich weiß nicht. Ach, das ist doch gar kein, das ist doch Steppe. Hätte ich also auch doch irgendwo da machen können. Das ist ja gar keine Wüste, ich Depp. Na gut, jetzt sind wir weiter, jetzt gehen wir weiter. Weil die Häuser sind gelootet und dann können wir auch gucken, ob wir vielleicht andere Häuser finden, wo es sich lohnt, nochmal reinzugucken. Und solange ich den Tee nicht trinken brauche, ist es auch nicht so schlecht. Jojo, ich weiß, aber ich suche jetzt gerade erstmal... Oh, Schnorchi war etwas näher, als ich dachte. Na gut. So ist fein. Jetzt muss ich mich allerdings noch einmal umdrehen. Nein, das ist gar keine gute Idee, das weiß ich. Da ist noch einer gestorben. Aber es muss gerade... Was ist das? Nein! Kriege ich ihn? Nee. Ich muss jetzt... Oh, ein Zeltdings. Aber ich muss das Fleisch unbedingt, ganz dringend, woanders hinkriegen. Ach, okay, das Thema hätten wir dann durch. So ein Zelt ist natürlich jetzt... da ist ein Auto. Aber ziemlich viele Zombies. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Ausnahmsweise habe ich echt mal keine Lust auf Zombies. Liegt aber eher daran, weil ich weiß, dass von hinten auch noch eine Menge kommen. Ja, und das ist eigentlich dann genau der Punkt, wo ich jetzt gerade nicht so wirklich die Lust zu habe. Ich muss einfach nochmal aus der Steppe hier raus. Ich habe auch da mindestens 2-3 Bobs gesehen. Und an sich ist das jetzt nicht das Schlimmste. Kann man eigentlich mit leben. Das ist doch jetzt mal fein. Also damit kann ich jetzt aber, ich glaube, was? Wie? Wenn du mich nochmal so erschreckst, Kollege.
Da ist aber. Ist aber der Däubel los. Oh nein. Oh, shit. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich blute ja. Nein, warte. Warte. So, jetzt darfst du. Jetzt komm her. Junge, Junge, Junge. Da ist Holland in Not. Wie man so schön sagt. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so. Ich wollte nämlich eigentlich die hier machen und dann eventuell doch mal in die Zeltstadt. Das geht auch einfacher. Weil ich habe jetzt mehr Pfeile als genug. Zeltstadt. Da irgendwo bekloppt, ne? Zeltstadt. Oh, du kommst direkt schon von dort, ne? Sehe ich das richtig? So, noch ein und dann ist aber gut. Dann möchte ich für dich nicht ausgeben. Dankeschön. Painkiller gut, Zahlung nicht. Ja, okay. Aber das kriegen wir jetzt ohne Probleme hin. Nur dann lass uns mal nach unten gehen. Da haben wir nämlich mehr Platz. Da ist es ja. Mal gucken. Nein! Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir schon wieder die Knochen gebrochen. Was ist denn los? Und dann schieße ich auch noch daneben. Ja. Ja, die brechen sich natürlich nichts. Das ist mir schon klar. Und ich komme jetzt kaum hier noch vorwärts. Beziehungsweise... Okay. Nein, 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 nein. Na, endlich. Ich kann hier kaum laufen. Ganz böse. Dass die sich dabei nichts tun, das ist dann auch ein bisschen schwierig. So, ich kann mir gleich wieder einen Sprint machen. Das ist jetzt das kleinere Übel. Okay, Pfeile habe ich jetzt genug. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die mich nicht von irgendeiner Seite überraschen. Weil dann kriege ich Probleme. Und wenn ich sowas noch häufiger mache, kriege ich auch Probleme. Also so ist besser. Ja, du machst dir da einen kaputt, okay. Dann schauen wir mal. Na. So, geht doch. Eieieiei. Okay. Sehr schön. Ja, das war aber nichts. Ich höre einen. Da. Ah, falsch getroffen. Das geht besser. So ist fein. Du stehst da auch gerade so schön. Auch sehr schön. Und jetzt können wir da weiter gucken. Schwester würde ich ganz gerne mal warten. Ich hätte nichts dagegen, die direkt mitzunehmen. Kriegen wir hin? Ach, aber nicht so. Aber nicht so. Ich höre dich. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Nicht gut getroffen. Nicht gut getroffen. Aber so geht dann auch. Die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Das ist mal richtig gut. Muss man mal ordentlich treffen. Und nicht immer jeder zweite Schuss daneben. Naja. Links von mir habe ich auch noch weiter. Okay, das gibt's doch gar nicht. Ach so, deswegen, ja, das konnte auch nicht gut gehen. Okay. Naja. Nächster Schuss sollte gesessen haben. Ich hab dich gehört rechts. Oh Gott. Wo hast Fall doch mal. So ist fein. So. Wo bist du? Nee, das ist keiner.
Aber hier ist jetzt irgendwas los. Aber nicht wenig. Ja. Und schon wieder. Kehr, kehr, kehr. Okay. Ach, da kommt noch... Kann das sein? Da hat noch... Nee. Ich höre doch hier rein. Ja. Ich sollte auch vielleicht... So ist fein. Ich will doch nur nicht... Oh, da ist auch eine Schwester. Weg. Ach, da ist auch noch einer. Du hättest mich wieder gerne gehabt, ne? So. Nee, komm. Dich machen wir jetzt einmal so. Und dann soll das wohl gut sein. Ja, Bruder. Komm, komm. Nix da. Nur Penkelers, Mädel. Nur Penkelers oder was Besseres. Geht auch. Wieso höre ich immer auf der rechten Seite ein? Weil einer ist. Deswegen. Das macht ja Sinn. So, mach dich weg. Hallo Bob. So, und jetzt gehört diese kleine Zeltstadt, nämlich Zeltstadt. Campingplatz. Camping. Zelt. So, gehört mir. Und das hört sich nach Sonja an. Nee, ist Petra. Mhm, immer wieder verrissen. Na, da ist dann noch irgendwas. Da ist noch Bob. Wo bist du? Da bist du. Was höre ich? Ach du, dich höre ich. Okay. Noch einer. Das ist aber gut. Na gut, jetzt kann ich auf jeden Fall in Ruhe noch einmal durchlugen und hoffen, vielleicht noch ein bisschen finden, was ich brauche. Und kann mir mal einen Sprint machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Aha. Ich höre dich. Zwei Wasser. Ja, ja, ich höre dich da wohl. Hallo. So. Das brauche ich jetzt auch nicht. Den Stein kann ich mitnehmen. Ja. Da packe ich jetzt mal das Fleisch rein. Genau, wenn ich jetzt gleich ein Campingfeuer hier noch irgendwo stehen habe. Ansonsten mache ich mal hier noch eins. Dann ist doch alles gut. So. Ich hätte doch nur... Egal. Mach dich mal ein fertig. Die können dann wieder weg. Und dann ist gut. So. Haben wir das Thema auch wieder erledigt. Gott sei Dank. Ja, jetzt kann ich wieder laufen, Mädel. Jetzt ist mir das wieder egal. Eben konnte ich nicht laufen. Na komm. So ist fein. Ah, finde ich wohl noch eine zweite Dose. Wir werden sehen. So. Kann ich beides nicht brauchen. Aber hieraus könnte ich eventuell... Ja. 6 Stück. Das ist etwas, was sich lohnt. Da werden mich jetzt viele erschlagen. Nur weil ich kann's das Ding da umwandeln. Aber das hat schon seinen Sinn. Hatte ich nicht eben noch irgendwo... Ich hatte doch noch... Ich habe das Schweinefleisch da zurückgelassen. Naja, gut. Das werden wir auch wieder brauchen können. Jetzt momentan wird es tatsächlich eh nur Platz wegnehmen. So bescheuert sich das an, halt. Ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen von wegen dem Mai. Dass das ja so ist. So, dann wollen wir das mal noch mal kurz fertig braten. Und da haben wir noch ein bisschen Metall. Und da haben wir noch eine Suppe. Die können wir auch direkt mal futtern. So,
dann können wir, na, für die ist es eigentlich schon wieder, okay, machen wir die Dose auch hier rein. Gleich wieder dazu. So, das ist super Sache. Super Sache. So, ansonsten sollte ich da drin vielleicht auch nochmal looten. Das wäre ja vielleicht nicht so verkehrt, ne? Das ist gemein. Das ist gemein. Jetzt bräuchte ich einen Platz, bräuchte ich. Dann würde ich ganz gerne die Shotgun-Munition mitnehmen. Einen Platz. Ach, vergessen wir es. Vergessen wir es. Da haben wir noch. Noch ein bisschen was zu futtern. Bringt mir aber auch nichts. Das, da können wir noch Metall rausmachen. Jo. Und fertig. Okay. Gut, da haben wir auch noch was. Reloading Weekly Book. Das ist auch nicht das, was ich suche, ne? Nee. Zumal ich das schon irgendwie mal gelernt habe. Hat das so schön ist? Nix. Okay. Dann hat sich das tatsächlich schon wieder erledigt. Und warum zeigt jetzt mein Tracker nach Norden? Wo das doch eigentlich blödsinnig ist. So. Ja, wir gucken mal, dass wir demnächst tatsächlich mal irgendwie ein bisschen anbauen. Aber ich immer noch nicht dieses Duselige. Deswegen bin ich die ganze Zeit ja immer der Straße entlang gelaufen. Weil ich gehofft habe, einfach mal so einen Bookstore zu finden. Aber da war ja Pleiten, Pech und Pannen. Will ich mal meinen. Das war ja echt mal Pleiten, Pech und Pannen. Oh. Wir werden ja, wenn wir im nächsten Biom sind, werden wir definitiv wieder die Möglichkeit haben. Nur müssen wir da erstmal sein. Ich glaube nicht, dass du mir das mitbringst, das Buch. Also geben wir einfach mal... Geht mir... Oh, nein! Jetzt kommen die aber auch... Das sind keine von den Dingen, dann gehe ich wieder weg. Alter Falter. Okay, das ist auch nicht schlecht, dachte ich gerade. Auch mal wieder ein Satz mit X, ne? Den haben wir in der letzten Zeit öfter mal. Aber wir haben auch gute Sachen eigentlich schon gefunden, ne? So, insgesamt gesehen. Also wirklich beschweren kann ich mich eigentlich nicht. Glaube ich. Ich habe halt noch nicht das gefunden, was ich tatsächlich suche und vor allen Dingen, was ich auch brauche. Und ich werde die Shotgun-Teile, die werde ich definitiv nicht zurücklassen. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil, also wenn ich die Shotgun dann zusammenbauen kann, dann spare ich halt zwei Taschenplätze. Aber vor allen Dingen habe ich da auch eine ordentliche Waffe. Schon wieder ein Schneebiom. Das wollte ich jetzt aber nicht. Da wollen wir mal ganz gekonnt dran vorbei. Wenn wir es dann könnten. Das sieht aus, als wären hier zwei Stück direkt nebeneinander. Das heißt, das können wir gar nicht. Eieieiei. Okay. Große Frage. Gehen wir jetzt in diese Richtung oder gehen wir in diese Richtung? Ich würde sagen, da hier blaue Schneebiome sind, folgen wir hier dem Fluss und gucken, was da hinten für Biome kommt. Ich glaube, das ist so eine schlechte Idee nicht. Denke ich jetzt mal einfach. Weil wir müssen so oder so jetzt hier an einem vorbei. Und das hier, das könnte sich dann als netter erweisen, sag ich mal. Wir haben hier jetzt aber auch ansonsten... Tatsächlich... Hier am Anfang hatten wir die Straße. Ja gut, dann wäre hier eventuell eine Straße runtergegangen. Zum Schneebiom. Aber ansonsten sah es ja doch eher mau aus, ne? War ja nicht so wirklich.
Bisher hatte ich das immer so, dass die Straßen tatsächlich so bis ins Mittel des Biomes hineinführen. Pi mal Daumen. Deswegen war halt so immer mein Spruch, geh einfach mit in Richtung Mitte des Biomes, da kommst du schon auf eine Straße. Aber hier in diesem war das ja eher schwierig. Ja, aber wie ihr seht, die Folge, die ist schon wieder durch. Und von daher würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und teilt es auf euren Social Media. So, würde ich einfach mal so behaupten. Und dann logge ich mich hier, jetzt sag nicht, komm, das gucken wir jetzt erst noch. Jetzt sag nicht, dass es noch ein Schneebiom ist. Kriege Pimpernellen, das wäre ja echt mal lustig. Das gucken wir jetzt erst zusammen. Weil, habe ich nicht gewusst, dass da jetzt schon das Biom in ist. Deswegen, aber das schauen wir jetzt mal. Und die gehen ja auch jetzt smooth überall, von daher kann es auch sein, dass es einfach nur daran lag. Logisch. Logischerweise. Ja, dahinter kommt noch eine Steppe. Also, zweimal Schneebiom, zweimal Steppe. Okay. Ja, dann wisst ihr, wo wir beim nächsten Mal lang gehen und hoffen, dass wir mal wieder ein schöneres Biom finden. So eins, was wir brauchen können. Wäre doch mal ganz nett. Gehen wir einfach hier weiter, wa? Oder wir gehen hier durch. Ne, da wissen wir schon, dass dahinter ein Schneebiom kommt. Wäre ja Zeitverschwendung. Alter Schwede. Okay, meine Lieben. Also, wir sehen uns. Genau, hören uns, wollte ich sagen, aber wir sehen uns. Also, bis dahin, bye bye.